Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch die Fotos von meinem Insta-Account erklären, wie die entstanden sind, wo, einen dritten Teil davon, denn die zweite Teil habe ich schon gemacht. Und heute mache ich den dritten Teil davon, weil wieder viele Fotos dazugekommen sind. Und ja, ich würde sagen, reden wir gar nicht lange drum rum und fangen wir an. Aber vorher möchte ich euch noch etwas anderes kurz zeigen. Also heute, wie bereits gesagt, möchte ich euch vor meinem Insta-Account euch noch kurz was zeigen. Und zwar habe ich heute mal probiert, einen neuen Server zu erstellen auf Discord. Einfach nur mal so aus Spaß, mir war langweilig. Und da habe ich einen neuen Server erstellt. Er heißt Zitronengang. Und ja, ich habe jetzt schon einen Server mit Icon personalisieren. Deine erste Nachricht senden und dann noch Freunde einladen. Dieser Link habe ich schon eingestellt, ist unsterblich. Kopieren und schicken wir ihn gleich auf meinen Fanserver. Auf General einfügen und diesen Server habe ich heute erstellt. So, geschafft. Also das, also, ja, jetzt habe ich aber noch keine Freunde eingeladen. Ich lade jetzt mal einen Freund ein. Das ist, glaube ich, GoldenStar44. Wieso kommt da kein grüner Haken? Wieso, Leute, wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare, wieso hier kein grüner Haken. Jetzt kommt der grüne Haken. Hi. Ja, ich schreib mal. Oh, GoldenStar 44. Doch, das ist GoldenStar 44. Mal habe ich mal Hi geschrieben einfach. Aber jetzt soll es nicht um meinen Discord-Server gehen. Joint mir jedenfalls mal drauf. Den Einladungslink findet ihr auf meinem Fanserver in General. Einfach beitreten. Und ja, dann ist man eben in meinem Server schon drinnen. Oder? Leute einladen. Kopieren. Ich probier's nochmal. Ich kann ihn auch gerne wieder löschen. Ich probier's nochmal. Weil hier stehe. Ich lösche ihn hier. So. Ja, einfach draufklicken und schon seid ihr drinnen. Würde mich freuen, wenn ihr da beitretet. Ja, habe ich heute, wie schon gesagt, nur Spaß erstellt. Und würde mich freuen, wenn ihr da bald eine große Community haben. Aber jetzt genug von der Zitrone im Gegen von meinem Server, sondern ich bin Besitzer und er macht und ihm gebe ich Admin, ich vertraue unser 44, ja. Egal, jetzt soll es nicht darum gehen, sondern um meine Fotos und zu denen gehen wir jetzt. Also, da befinden wir uns jetzt schon auf Instagram und ja, ich habe gerade nachgeschaut. Den letzten Teil davon habe ich vor 9 Monaten gemacht und ja, da sind wir bei diesem Foto stehen geblieben und jetzt gehen wir weiter. Ja, das habe ich mal kurz in der Schule gemacht, einfach mit meiner Flüschemaske und einem Kreuz als Hintergrund, finde ich eigentlich ganz cool, habe ich mal kurz in der Schule gemacht. Weiter, hier bin ich auch einfach auf meinen Apfelbaum geklettert, ja, schön. Hier war ich im Huma 11. Ja, hier gibt es auch mehrere Fotos. Könnt ihr euch gerne mal selbst ansehen. Ich habe natürlich die Kennzeichen alle zensiert. Ja, weiter hier war ich. Habe ich mal so eine große Lego-Figur gesehen. Und hier eben, wie viele Steine, wie viel Kilo und wie viele Stunden daran gebaut wurde. Aber ja. Und hier nochmal in einem Toyota MR2. Durfte ich mich mal reinsetzen. Und ja. Dann hier nochmal ein alter Opel. Hier einfach nochmal ein Audi Quattro. Dann hier diesen Folianter haben wir verkauft. Der hat bei uns gehört, aber den haben wir verkauft. Hier wollte ich eigentlich, wurde ich fotografiert, gestalkt, während dem Einkaufen. Ich wollte eigentlich, also wenn man einen Blick sieht auf die weiße Schokolade hier, schreibt mal in die Kommentare, was schmeckt euch besser, weiße Schokolade oder normale braune Schokolade. Hier nochmal unser Mähdrescher, der hat auch mal uns gehört. Da haben wir selbst ein Dach drauf gemacht, aber das haben wir runtergetan, als wir es verkauft haben. Hier nochmal ein Otto einfach. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Hier nochmal. Wieso habe ich Audi Office, also Audi verlinkt, wenn das ein Moment, das ein Volvo war? Egal. Hier nochmal, wie ich neue Brawler gezogen habe.
mit Zoo natürlich, aber ich lasse den Zoo jetzt weg. Hier einfach nochmal Pam, Jackie und dann nochmal Baskins, Pokostar, Herausforderer Cold, Rowdy Carl. Oh ja, das war's. Dann hier nochmal ein Schneemann, ein kleiner, den ich am 5. Dezember 2020 gebaut habe. Dann hier nochmal Nagellack. Da hat mir meine Schwester, beziehungsweise meine Nichte, hat einen so ein Nagellack-Set bekommen. Und ich habe gefragt, ob ich mir aus Spaß mal die Nägel lackieren darf. Und ja, hat es mir meine Schwester eben lackiert. Und ja, so entstand eben dieses Bild hier. Nächstes. Hier nur Loroschein, der hängt. Also der hängt doch hier. Jetzt sieht man nur etwas. Hier sieht man ihn etwas, aber nicht gut. Ich hätte auch vor, dass ich mir eine bessere Webcam kaufe, damit ich eben einfach bessere Qualität und einfach besseren, größeren Winkel habe. Ja, aber es geht hauptsächlich um die bessere Qualität, aber ja. Dann hätte ich auch vor, weil auf dieser eine Seite ist immer dunkel, dass ich mir noch ein Licht kaufe, damit das heller ist. Ich komme ganz vom Thema ab. Es geht jetzt um meine Fotos, nicht um das, was ich mir kaufen möchte. Aber ja, hier der 0-Euro-Schein. Ich habe dafür wirklich, habe ich es irgendwo stehen, gönne ich dir, danke, hin markiert. Ich habe dafür, glaube ich, fast 5 Euro ausgegeben, für den 0-Euro-Schein. Ja, machen wir weiter. Dann hier nochmal, er hat Golden Cell 44 und ein paar andere Leute einen Einkaufswagen auf die Bushaltestelle gestellt. Ja. Ja, ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Ganz ehrlich jetzt, aber ja, sie haben ihn draufgestellt. Dann hier nochmal, markiere die Personen, die 2020 perfekt gemacht haben. Dann hier nochmal die ganzen Personen, die einfach, durch die einfach das Jahr 2020 perfekt war. Und ja. Dann hier nochmal, habe ich FN's Restars gespielt auf der PlayStation 3. Kann ich gerne mal spielen. Könnte ich wirklich mal spielen. Und hier eben, um eine Hundertstel Sekunde war ich langsam. Ist das eine Hundertstel Sekunde? Ja, egal, ich war eben ganz knapp Zweiter. Weil hier so ein langer Eistapfen, der war. Der passt gar nicht ins Bild. Wenn ich jetzt meine Hände so halte, dann passt er gar nicht ins Bild. Der war dann, hat ihn ein Freund kaputt gemacht. Mir wurde gesagt, ich soll ihn verloren. Der hatte hier 63 cm. Aber ja, dann hat ihn ein Freund kaputt gemacht. Hier nochmal Brawl Stars früher, also wie Brawl Stars früher ausgesehen hat, einfach so ein paar Fotos. Und hier nochmal war ich in der STS, Shopping City Süd in Wien. Und hier nochmal ein Pullover, den habe ich mir dann nicht gekauft, aber ja. Vielleicht kaufe ich ihn mir, wenn es ihn noch gibt, aber weil mir gefällt er, aber ich weiß nicht, ob ich ihn mir kaufe. Hier nochmal selbstgemachte Makrons, das war mega gut, mega lecker. Dann hier nochmal einfach so ein Teich und wo ich auf dem Stein stehe, bin ich circa etwas drüber gehüpft. Dann habe ich hier nochmal Werbung für meinen YouTube-Kanal gemacht, abonniere mich auf YouTube. Und ja, dann hier nochmal, da gab es ja den Supermond im April 21, den blinkenden Supermond. Er war gar nicht allzu groß, ja, er war einfach nur ein Mond. Aber ja, Leute, das war einfach nur ein normaler Mond, er war nicht wirklich viel, doch, er war viel größer. Er war eigentlich schon viel größer. Dann hier ich und 6ix9ine, das habe ich mit Photoshop bearbeitet, hier mit, also mit Paint 3D. Man sieht eh hier den Pullover, also den Pullover hier etwas. Aber ich finde, ich habe es ganz gut hinbekommen, dass ich mit 6ix9ine hier stehe. Man sieht auch auf dem Handy hier ein Mädchen stehen und nicht mich, also etwas professioneller hätte ich es machen müssen. Aber für den Anfang war es gut. Hier war ich mal in Mauthausen, in dem KZ. War ganz interessant. Und dann hier nochmal ein paar Fotos. Dann hier habe ich noch ein Foto gepostet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es erzählen darf, die ganze Geschichte. Ich erzähle es mal grob, es waren 9 Mädchen bei mir. Die sind von Deutschland und sind durch Österreich durchgewandert. Und ja, dann sind sie eben bei mir kurz für eine Woche stehen geblieben.
So, und ja, in die zwei Mädchen, die waren einfach. Ich habe ihre Gesichter jetzt mit einem Smiley verdeckt, weil ich nicht wusste, ob sie wollen, damit ich sie zeige und sowas. Und ja, aber falls ihr das seht, Grüße gehen raus. Ja, das wären wirklich die nettesten zwei, die, ja. Aber es waren 9 Mädchen bei mir und die mochte ich am meisten, die zwei. Dann hier nochmal ein Sonnenuntergang. Und ja. Da hatten auch die Mädchen die Idee, dass ich den Sonnenuntergang fotografiere und poste. Aber das war gestern erst. Also die Fotos habe ich gestern erst aufgenommen, aber die Idee wurde mir schon vorher vor 2 Wochen gesagt. Aber ja, das war's dann noch. Also das war's dann jetzt auch mit meinen Fotos. Denn das war das letzte Foto. Ja, folgt mir auch gerne mal auf Instagram, dort heiße ich Feuerfrischi. Ich habe euch den Link in die Videobeschreibung gepackt und wir sehen uns übermorgen wieder bei Minecraft. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns da wieder. Leute, danke, dass ihr bis zum Ende reingeblieben seid. Übermorgen spiele ich wieder Minecraft und da baue ich, glaube ich, einen Campingplatz in unserer Welt. Und ja, das wird sicher wieder ganz lustig und spannend alles. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns übermorgen wieder und bis dahin. Tschüss!